In diesem Beitrag geht es um Impfungen als allgemeine Art. Gleich mal an die YouTube-Zensoren. Ich werde jetzt nicht sagen, Impfen ist gut oder Impfen ist schlecht. Ich werde es ganz neutral betrachten und auch keine medizinischen Hinweise geben. Was Fakt ist, durch diese neuen mRNA-Impfungen ist die Pharmaindustrie darauf gekommen, auch andere Impfstoffe auf dieser Basis zu entwickeln. Das ist bekannt gegeben worden. Das ist also keine Aluhut-Theorie, das ist Fakt. Wie ihr zum Impfen steht, das bleibt ganz euch überlassen. Lasst euch impfen, lasst euch nicht impfen. Jeder muss da selbst seine Entscheidung treffen. Was ich bedenklich finde, ist, dass man Kinder impfen will, dass Studien aus Israel und den USA davon sprechen, bei 12- bis Mitte 20-Jährigen eine Herzmuskelentzündung festgestellt zu haben als bewiesene Nebenwirkung der Impfung. Kommt zwar auch nur selten vor, aber es kommt vor. Und Herzmuskelentzündung kann tödlich sein, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wird. Jetzt plant man sogar noch, Kleinkinder ab dem Alter von 6 Monaten einen Impfstoff zuzulassen. Ich weiß nicht, wie dazu steht. Ich habe dazu jetzt keine Meinung. Ich habe kein Kind mehr, das so alt ist. Wir kriegen auch keins mehr, das so alt ist. Aber auch das müsst ihr als Eltern verantworten. Lasst ihr impfen, lasst ihr nicht impfen. Wollt ihr reisen, wollt ihr nicht reisen? Hofft ihr dadurch wirklich einen Schutz zu bekommen? Ich weiß es nicht. Ja, die Regierung, noch der Gesundheitsberater der Regierung, der Herr Lauterbach aus der SPD, haben gesagt, dass die Schutzimpfung nicht schützt. Man muss weiter Abstand halten, man muss weiter Maske tragen, man kann sich weiter anstecken und man kann auch diese Infektion weitergeben. Ich weiß es auch aus dem Krankenhaus, die haben Leute behandelt, die hatten schon mal Covid und sind auch 2-mal geimpft gewesen, schon Wochen bevor sie auf die Station gekommen sind, und haben dann die ganze Station inklusive des Personals angesteckt. Die mussten alle in Quarantäne. Wenn dem so ist, was ich jetzt nicht unbedingt behaupten will, weil ich es aus erster Hand weiß, sondern nur von jemandem, der auf dieser Station gearbeitet hat, wenn dem so ist, dann ist die Impfung eher fragwürdig. Momentan gehen die Inzidenzen extrem runter. Das wird man natürlich den Impfungen zugute schreiben. Ob das wirklich so ist, man weiß es nicht. Kann sein. Ist durchaus möglich. Vielleicht irren sich da die Impfgegner. In einer Sache irren sie sich nicht. Es gibt Nebenwirkungen, die sind auch bekannt gegeben. Da gibt es auch offizielle Stellungnahmen vom RKI und von anderen Gesellschaften, die diese Impfnebenwirkungen in einer Liste bekannt gegeben haben. Muss jeder für sich entscheiden, ob es ihm ein Risiko darstellt. Ich zum Beispiel gehöre zu den Risikopatienten, die keine Impfung bekommen können. Ich habe Angst davor, dass mich eine Bildung eines Blutgerinnsels nochmal zu einem Schlaganfall bringt. Ich nehme zwar Blutverdünner, aber wer weiß. Außerdem habe ich etliche Allergien. Ich gehöre also zu den Risikogruppen, denen man eine Impfung eher nicht anrät. Wenn ihr nicht dazugehört und die Impfung gut vertragt, und ich kenne auch Leute, die haben sich impfen lassen und denen ist gar nichts passiert. Die haben das super vertragen. Die haben vielleicht mal einen Tag Fieber gehabt. Ja, dann lasst euch impfen. Es gibt auch gute Gründe dafür. Eine gute Freundin, die hat einen Sohn, der ist behindert, in einem Heim. Und den darf sie nur besuchen nach einem Corona-Test, der nicht älter ist als 72 Stunden. Oder eben, wenn sie sich impfen lässt. Das war einer der Hauptgründe, warum sie sich hat impfen lassen. Damit sie ihren Sohn wiedersehen kann. Die Impfung ist bei ihr auch ohne große Nebenwirkungen verlaufen. Top. Es gibt natürlich auch andere Fälle. Und da heißt es immer, das sind wenige Fälle. Ist ja klar, es sind auch wenige Fälle. Vielleicht wirklich nur 0,1% oder vielleicht auch 1%. Ist egal, wie viele es sind. Es sind auch einige verstorben, da gibt es noch keinen Zusammenhang, keinen bewiesenen Zusammenhang zur Impfung. Aber komisch ist, dass sie dann 1-2 Tage nach der Impfung verstorben sind.
Ja, ihr müsst euch fragen, wie es den Familien geht, wenn der Haupternährer plötzlich weg ist. Die kriegen nichts. Die stehen vor dem Nichts. Wir haben so Hauskredit aufgenommen. Der Vater hat gut verdient. Und plötzlich ist er weg. Das Haus ist weg. Die Familie ist kaputt. Ganz zu schweigen von der Trauer, die einen lange Zeit begleiten kann. Und die Vorwürfe, warum man dann seinen Ehegatten dazu ermutigt hat, sich impfen zu lassen. Oder im umgekehrten Fall, man lässt sich nicht impfen, bekommt Covid-19, stirbt an dessen Folgen. Es ist genauso, wenn dann der Ehepartner zurät, lass dich nicht impfen, dann muss auch er die Verantwortung tragen und dann im Nachhinein nicht jammern. Ich denke, die Auswirkungen dieser ganzen Kampagne, die wird man erst in ein paar Jahren sehen. Keinesfalls mehr als 2021. Ja, was noch komisch ist, die Grippeschutzimpfung wiederholt man jährlich. Mittlerweile weiß ich von einem Menschen, der im Labor arbeitet, dass angedacht ist, die Covid-Impfung alle 6 Monate aufzufrischen. Das heißt, ihr bekommt neben den ersten 2 initialen Impfungen im nächsten Jahr nochmal 2 Impfungen. Das sind Fakten. Das ist keine Aluhut-Theorie. Was auch Fakt ist, ist, dass einige der Inhaltsstoffe zu anaphylaktischem Schock führen können, nicht müssen, können. Und je öfter man diesem Impfstoff ausgesetzt ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass eine solche allergische Reaktion auftritt. Allergien entwickelt man. Die sind nicht einfach da, sondern äußere Reize, Umwelteinflüsse bringen euch dazu, allergisch zu reagieren. So wie bei mir im Krankenhaus, wir haben Krankenschwestern und Krankenpfleger, die haben eine ausgeprägte Latexallergie. Die können also keine Latexhandschuhe anziehen. Jetzt in Covid-Zeiten ziemlich mies, weil sie nicht mehr am Patienten arbeiten können. Könnten schon, aber dann haben sie halt entzündete Hände. Aber das sind Sachen, die sieht man so nicht von außen. Ja. Steigende Allergiezahl ist sowieso ein Thema. Fructoseallergie, Laktoseallergie, die Allergien sind im Fortschreiten. Warum die Allergien fortschreiten und zunehmen? Ja, auch da gibt es verschiedenste Theorien. Klar ist es nichts und bewiesen ist nichts. Was klar ist, ist, sie nehmen zu. Und da gibt es Leute mit oder ohne Aluhut, die sagen, es kommt vielleicht von Chemtrails, deren Existenz nicht unbedingt bewiesen ist, aber auch nicht hundertprozentig ausgeschlossen ist. Man hat jahrelang, bevor dann die Dios mit Aluminiumsalzen verboten wurden oder vom Markt genommen, verboten wurden sie nicht, sie wurden vom Markt genommen von den Herstellern, haben Leute schon gesagt, das Zeug ist krebserregend. Und vielfach ist dadurch auch, in Anführungszeichen, nicht bewiesenermaßen Brustkrebs entstanden bei Leuten, vor allem bei Frauen. Ob was dran ist oder nicht, ich kann es nicht sagen. Was ich sagen kann und was ich sagen muss, ist, dass meine Kinder zum Beispiel auch viele Allergien haben. Sei es nun eine Hitzeallergie oder eine Allergie gegen fast alle Tiere, außer gegen Fische. Mein Sohn wollte eigentlich mal Biologe werden oder im Biologischen unterwegs sein. Ja, das kann er sich abschminken. Mit so einer Allergie wird er so einen Job nicht erreichen können. Eine imposante Eiche. Mitten in der Stadt, in so einem kleinen Wäldchen. Das sind alles Faktoren, die man überlegen muss. Damit sollte das Thema auch hinreichend beleuchtet sein. Es muss aus meiner Sicht. Es gibt genug Quellen, die ihr euch anschauen könnt. Von Impfbefürwortern, von Impfgegnern. Es gibt auch kuriose Geschichten. Die Impfkampagnen, bei denen die Leute ein Pflaster am Oberarm haben, aber gar nicht geimpft wurden. Ja, was soll man davon halten, wenn mit solchen Mitteln gearbeitet wird? Sowas kann den Bürger doch nur verunsichern. Oder nicht? Bis zum nächsten Mal.